Und ich habe es jetzt hier während dieser dritten Lockdowns tatsächlich mal geschafft, mich darauf zu konzentrieren. Und früher hätte ich 6 von diesen Maultaschen alleine gefressen. Jetzt sind es nur noch 3 und die reichen auch völlig. Ich bin da total stolz, dass ich mittlerweile minus 46 Kilo habe. Cool, oder? Ah, gut, man sieht's nicht. Aber so, was Warzenschwein Flusspferd. Okay, die werden erforscht. Ich wollte es nur mal mitteilen, weißt du? Jetzt gehen wir mal wieder in die andere Ansicht. Denn ich habe hier gehört, jetzt muss ich muss mich auch erstmal orientieren, ist ja nicht meint so. Also nicht, dass ihr meint, ich hätte das gebaut, ne? Das ist, nein. Das waren die Game Designer von Frontex. Frontier. Ist ja, ne? So, ich habe auch so manche Problemzone an meinem Körper. Minus 46 ist doch auch super. Ja, ne? Da kann man auch stolz drauf sein. Ja, das muss man auch einfach akzeptieren für sich selber. Ne, da muss man stolz drauf sein. So, bei den Flusspferden gibt es angeblich Probleme mit den Pflanzen, siehst du? Okay, da meckern auch viele drüber. Dann nehmen wir die doch einfach mal weg. Was können wir denn mal wegnehmen? Hier, 6% ist der indische Holzbambus. Wo ist denn der? Können wir den nur verschieben, oder? Elefantengras, Holz, mein Körper ist eine Problemzone. Könnte man so meinen, ne? Also ich kenne jetzt deinen Körper nicht. Wer hat 46 Kilo abgenommen? Der Fussel. Da. Ich meine, das sieht ja schön aus, aber das ist total im Weg hier. Oh, gratuliere. Danke sehr. In Summe viel essen tue ich nicht, aber ich esse immer zur falschen Zeit. Dann, wenn der Körper eigentlich sagt, nein, heute nimmer. Ach, der Körper hat auch keine Ahnung. Weißt du was, ich nehme mal den Holzbambus hier raus. Ich nehme auch mal die Bärensträucher raus. Wir haben insgesamt zu viel Grün hier drin. Was ist denn, wenn wir diesen Baum hier zum Beispiel mal weglöschen? Einfach mal so. Ich weiß ja auch nicht, warum die Flusspferde wieder so grantig sind. Kokospalme findest du auch nicht gut. Ja, dann nehmen wir doch mal alles raus, was du blöd findest. So. Ne? Papyrus, hier. Können wir den nicht auch löschen? Wo ist er? Wobei Pflanzen 100% kommen, das ist okay. Wobei, ich finde das nicht gut. Das ist aber jetzt fatal hier, ne? Erstens brauchen die wahnsinnig viel Platz und B, brauchen die wahnsinnig viel Wasser. Sind das vielleicht die Probleme in diesem Zoo? Ich weiß es nicht. Weißt ja, in den Kampagnen hast du ja immer irgendwelche Probleme, ne? Spielzeugbeschäftigung ist okay. Platz passt zur Menge der Tiere. Also normalerweise, die brauchen ja wirklich wahnsinnig viel Platz, ne? Wow. Wobei, wir können ja mal gucken, ob die gesamte Fläche hier überhaupt als Gehege gilt. Ja, gilt. Gilt. Boah, dass die so viel Platz brauchen, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Wasser könnte ich denen wahrscheinlich organisieren, aber Platz. Wo könnten wir denn noch was rausholen? Nirgendwo, ne? Hier wären noch ein paar Zentimeter drin. Wenn du denen die Büsche hier wegnimmst. So. Mal gucken, ob wir da noch was gewuppt kriegen. Nicht wirklich, ne? Tja. Die Mauer zu durchstoßen macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, ne?
Gar nicht so einfach. Also das, manchmal muss man die Probleme auch erstmal erkennen, weil so geht es den Tieren gut, aber es ist halt schon ein bisschen riskant, ne? Weil da muss jetzt nur noch ein Baby zukommen und dann gibt es wieder Probleme. Ich würde also gerne noch ein bisschen was rausholen, aber das ist halt alles vorgefertigte Szenerie hier. Und da ist nicht so einfach. So, Pflanzen sind wir auf jeden Fall schon mal besser. Und vom Platz her wird sich da nicht viel getan haben, ne? Berechnet neu, aber hier oben hat er jetzt ein bisschen was rausgeholt, ein bisschen mehr Wasserfläche dazu bekommen, aber viel ist das nicht. Warum brauchst du denn so viel Wasserfläche? Sag mir das mal. Meine, hier könnten wir natürlich noch was rausholen, ne? Hier. Sollen wir es tun? Ich werde es bereuen. Ich werde es sowas von bereuen, ne? So, jetzt haben wir erstmal die fetten Flusspferde trockengelegt. Wollte gerade sagen, was liegt hier in Autoreifen drin, aber dann ist Licht. Und dann könnten wir doch eigentlich hier ein bisschen was wegbaggern, oder? So, versuchen wir es mal, komm. Ist und schon stimmt hier alles nicht. Dass die vielleicht hier noch ein bisschen Wasser kriegen, ne? Und dann hier aus dem Wasser raus können. Oder wir müssen bis hier vorne Wasser machen. Das ging natürlich theoretisch auch. Aber die brauchen ja auch noch ein bisschen Landfläche, ne? Dass wir die Fläche hier noch nutzen. Eigentlich könnte man das machen. Eigentlich. Wie hießen die Flusspferd, ne? Was braucht ihr denn? Grad 4 höher als 2 Meter. Gut, das ist nicht wenig, ne? 2 Meter, Grad 4. Flusspferde sind an Land echt fix unterwegs. Das befürchte ich auch, ne? Dass man die nicht unterschätzen sollte. 2 Meter. Was man natürlich machen könnte, theoretisch, so, dass wir das hier 2 Meter tief machen. Ich brauche mal, gib mir mal bitte hier, gib mir mal was 2 Meter tief ist. Mal eine Wand. Da gibt es doch 2-Meter-Wände, ne? Hier 2 Meter, guck mal. Komm mal her. So, Wikipedia meint 48 Stundenkilometer. Das ist aber ein fettes Ding, nur. So. Und dann versenken wir das Ding jetzt einfach mal 2 Meter im Boden. Weil das Blöde ist halt hier dieses Gefälle, ne? Das ist nicht so geil. So. Warum mache ich das? Ganz einfach. Dann gehe ich hier ins Geländetool und dann hoffe ich, dass ich das hier alles mal auf 2 Meter abgesenkt kriege. Ja, da ist ein Weg drüber. Das macht das nicht einfacher. Stell dir vor, es ist auf Max spielt und stolpert dann. Ach du Scheiße.
Dann kannst du ja froh sein, wenn du nicht in der Nähe bist, wa? Oder nur auf jeden Fall tief. So. Vielleicht sollten wir es mal ein bisschen kleiner machen. Dann nutzen wir nämlich den Bereich hier mit tief. Wahrscheinlich könnten wir noch ein bisschen tiefer gehen, oder? Das heißt ja mindestens 2 Meter. Dann hätten wir hier nämlich einfach eine größere Wasserfläche. So nah ran wie geht. Komm, machen wir es noch tiefer. Sind wir richtig assi hier. So. Also da können sich die Flusspferde aber jetzt nicht beschweren. Die kriegen ganz tolles Gehege, kriegen die, glaube ich. So. Jetzt ist natürlich die Frage, passt da noch Wasser rein? Würde passen. Wo ist die Leiter, damit die aus dem Wasser kommen? Die sollen nicht aus dem Wasser, die sind dick, die können da drin schwimmen. Die Überlegung ist, dass wir dann hier zum Beispiel, das machen wir ein bisschen höher noch, und dann gleichen wir das hier so ein bisschen an. Ja, dann haben die hier so eine Art, ja, das ist halt noch Landmasse, so. Dann können die hier durchschwimmen. Das war so die Höhe, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Kann das sein? Ja, ne? Das war die Höhe. Gut, dann können wir hier natürlich ein bisschen anders arbeiten. Ups. Entschuldigung. Ich komme mit den Höhenlinien hier überhaupt nicht klar. Das ist. So. Machen wir hier so ein schönes Becken raus. Und dann können die Leute auch vom Weg hier reingucken. So ist das ungefähr geplant. Ne? Man muss ja auch nicht übertreiben. Hauptsache, die dicken Viecher kommen hier nicht raus. Das ist eigentlich das Entscheidende. Dass die hier nicht raushüpfen können. Wir wissen ja, wie Flusspferde hüpfen. Und wenn die hüpfen, das gibt immer Ärger. So, hier noch ein bisschen flacher holen. So. Das Ding machen wir auch wieder zu. Dann müssen wir gucken. Es kann sein, dass wir noch nicht alles Notwendige dafür freigeschaltet haben. Weil in den Kampagnen muss man ja Szeneriebewertungen oder Szenerien erstmal sozusagen erforschen. Und ich erforsche gerade alternative Elektronik. Ne, also sowas. So, müssen wir hier vielleicht noch ein bisschen schräger bauen, dass ihr hier auch rauskommt. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müsste eigentlich doch alles gut sein, oder? Ich lass mal wieder laufen. Jetzt muss er das gleich mal neu berechnen, weil die Werte können ja nicht stimmen. Die sind ja noch alt. Er berechnet und
Ja, das könnte an folgendem liegen. Woran liegt's? Hat jemand eine Idee? Weil ist doch mehr geworden. Müsste doch eigentlich ganz gut funktionieren. Also hier kann man noch ein bisschen auspolstern und so weiter. Das machen wir dann alles noch.